Hallo, hier oben rechts bin ich. Ich hoffe, es geht euch gut. Da bin ich wieder. Willkommen zurück bei Wizard 101. Wir sind in Polaris. Oh ja, wir sind in Polaris. Wir gucken uns jetzt ein paar Juwelenrezepte an. Und zwar Kreisjuwelen, was? Alle Juwelen. Sturmjuwel. Ach nee, so Quark brauche ich nicht. Draconium, perfekter Zitrin. Ich wollte hier mein Dolch mal Juwelen anbringen, alle Sockel entsperren, Sockelschlüssel. Ja, von mir aus, ist mir egal. So, jetzt bringen wir mal was an. Meins ist rund. Durchschlagskraft machen wir natürlich auf Feuer. Plus 6% Feuerdurchschlag. Machen wir das mal. Plus 12% Feuerkritischrate. Nicht plus Prozent, sondern egal. Aber das machen wir auch mal. Kann ich nämlich echt gebrauchen. So. Wie sehen jetzt meine Statistiken hier aus? Kritische Trefferrate 339. Durchschlagskraft 6. Naja, gut. Wir sind jetzt auf dem Weg. Moment, jetzt gucken wir hier auch noch. Was bist du? Amulett, Dolch und Ringhändler. Oh, Stufe 102 plus. Ja, jetzt habe ich natürlich gerade die Drachen. Aber das ist eh nicht gut. Obsidian Schneider, der ist ein Schwör, plus 10% Feuerangriff, da habe ich plus 11% auf alles, plus 11 auf alles, bliblablub. Moment, was haben wir denn hier? Amulette. Egal, Amulette benutze ich eh nicht. Haben wir hier noch jemanden? In the Hood. Ach, ich werde ja noch dran vorbeikommen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall ins Gasthaus zur Mitternachtssonne. Gut, dass ich mir das markiert habe, sehr schlau. Und werden hier mal ein bisschen kämpfen. Mein erster Kampf in Polaris. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob ich es auch direkt hinbekomme, nachdem ich jetzt die ganzen letzten Folgen nur noch im Team vor mich hingegammelt habe und darauf gewartet habe, dass die anderen den Job schon machen. Ich habe noch nicht mal richtig aufgepasst. Es wurde mir ein bisschen übel genommen. Kaius, konzentriere dich mal ein bisschen besser. Da einen Eindringling? Das hier ist ein Tatort-Eindringling. Ich werde mich, dich im Auftrage der Wachbrigade festnehmen. Ich werde direkt in den Kampf gezogen. Gut, von mir aus. Was, der hat nur 12.500? Sind wir jetzt hier in Drachenfels? Ne, wo sind wir jetzt hier? Wo sind wir denn hier? Azteca? Ich glaube, sogar in Azteca gab es schon mehr. Verstehe ich jetzt nicht. Naja, gut. Man muss nicht alles verstehen. 12.500, er hat nur 2.600, was soll das? Da brauche ich ja wirklich jetzt nicht viele, da brauche ich noch nicht mal den Gegenschlag machen. Nee, das kann ich mir dann sparen. Wenn ich dann Schattenpip bekomme und so weiter, kriege ich den mit dem Dingens auch erledigt. Hier, wie heißt es, mit dem Prisma. So, Elementarfalle, ja, könnten wir schon mal machen. Wir machen jetzt erstmal ein Feuerschild gerade, weil ich hier plus 30% habe. Der ist voll aufgepippt. 12.500. Was macht der denn? Ach, der hat Schattenmagie. Ach, der benutzt Schattenmagie. Jetzt sehe ich es auch. Regulärer Endgegner mit Schattenmagie. Okay, ich habe nichts gesagt. Also, aufgepasst. Aufgepasst. Warum habe ich denn hier immer noch ein Gletscherschild drin? Weg damit. Durchstochen.
Geil, die Musik, oder? Polaris ist ja definitiv an Russland angelehnt. Das ist ja mal eine coole Mucke. Das ist, wird jetzt wahrscheinlich im Let's Play sehr leise im Hintergrund zu hören, aber... Mach mal gerade meine Kopfhörer lauter und bin mal gerade leise. Ja, krass. Krass mit der Musik. Da spielt ja ein richtiges Orchester. Und bei den anderen wahrscheinlich auch. Und es wird gesungen, ein Chor im Hintergrund. Das ist schon episch gemacht, ne? Von wann ist Polaris? Von 2016. Ist also schon was her, ne? Mit Polaris. Ja, das benutzt man nicht. 2017 kam dann Mirage oder war Polaris schon 2015? Die Zeit vergeht so schnell, meine Güte. Warum habe ich hier die ganze Zeit Gletscherschild drin? Habe ich da irgendwas falsch gemacht, oder wie? Leck mir die Füße. Ist der wahnsinnig? Scheiße. Kann doch keiner damit rechnen, dass der einen Ifrit macht. Na super. Da, Gegenschlag brauchen wir in diesem Fall nicht. Das brauchen wir auch nicht. Dann machen wir hier noch eine Feuerfalle hin. Sag mal, wie viel Klingen hat der? Das mit dem Ifrit gefällt mir aber gar nicht. Ich hoffe, ich habe noch... Ich finde, man braucht ein zweites Goldkartendeck. Eins für Heilung, eins für Angriff. Das wäre cool. Dann könnte man sich da noch so kleine Angriffe reinlegen, um solche Karten wegzubekommen. Weil minus 90% da... 1045? Da, das haben wir jetzt drauf. Feuerkessel. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Ich weiß nicht, ob er das schon drauf hat. Ich mach's mal drauf. Ich brauche auf jeden Fall jetzt noch einen Stabzauber. Oh Mann, ich habe so viele Stabzauber schon weggeklickt, aber ich glaube nicht alle. Finde ich echt uncool jetzt. Und er hat sogar zwei Schattenpips. Okay. Gut, im Zweifelsfall kann ich die Schattenpeitsche benutzen, ne? Aber... So mega Knorke finde ich es nicht. Das können wir jetzt auch zweimal wegmachen. Ach ja. Komm, du schaffst es trotzdem. Ha. 2508 lautet... Mein Kontostand. Minus. Nee, Quatsch. Boah, der klotzt aber, ne? Der kleckert nicht, der klotzt. Alter Schwede. Wow. Hat ein bisschen eine andere Qualität, ne? Hat ein bisschen eine andere Qualität hier, der Angriff. Aber das ist egal. Ich muss mich heilen. Aber ich brauche auch die ganzen Pips gar nicht.
weil ich den Gegenschlag nicht mehr mache. Ich brauche jetzt eigentlich nur mal hier Feuer von oben. Inspektor Clouseau. Spacko. Ach ja, und ich brauche natürlich einen Stabzauber, ne? Ja! Mein lieber Inspektor, der Kampf zieht sich aber jetzt schon ein bisschen. Ich hätte gedacht, dass das was schneller geht, aber auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass wir es mal mit stärkeren Leuten zu tun haben hier. Ja, ist auch wirklich wahr. Ne? Ich bin ja wirklich durch Chrysalis durchmarschiert. Ein paar Mal habe ich mir helfen lassen, natürlich beim Enddungeon sowieso und bei ein paar schweren Brocken, aber im Großen und Ganzen hielt es sich arg in Grenzen. Und wirklich eine Herausforderung war es jetzt nicht. Aber ich weiß, dass auch noch Sachen kommen, die mich herausfordern werden. Und jetzt wird wahrscheinlich auch jemand schreiben, der Kaiser, wenn du immer dir helfen lässt, ist es ja klar, dass es keine Herausforderung ist, wenn du total overpowerte Leute mit in Dungeon nimmst. Ja. Wir könnten auch einfach die Sonnenschlange machen. Vielleicht geht der dann mit kaputt. Jetzt machen wir auf jeden Fall einmal das weg. So. Ja, vielleicht geht dann der Nebengegner auch mit kaputt. Wobei ich dann jetzt nicht weiß, ob die 12... Hier sind das erste Mal Gegner, die sich tatsächlich Klingen machen. Ich meine, ich kann es ja probieren. Soll ich es einfach probieren? Ich probiere es jetzt einfach. Wird mir sonst zu lang hier irgendwie. Ich hätte mal wenigstens den Feuerkreis machen. Ne, den habe ich ja weggeklickt. Kritisch? Ne. Mit zwei Klingen. Oh, was denke ich mir eigentlich? Ein bisschen zu überzeugt gerade von mir. Weiß auch gar nicht, was der... 11.567. Oh, Mann. Ach, das gibt's noch hinterher. Der ist trotzdem nicht tot. Wie ärgerlich, oder? Der auch nicht. Wie lächerlich. Guckt mal, Leute, wie lächerlich das jetzt ist. Oh. Für 606 und 371. Völlig bekloppt, oder? Vielleicht kriege ich den anderen da noch mit einem Stabzauber kaputt. Oh, Mann. Also, eine Klinge mehr und es wäre gut gewesen. Kritisch, ja, toll, Kevin. Toll, sehr gut, Kevin. Jetzt kann ich kritisch auch nicht mehr gebrauchen. Mach kein Bohai, sondern mach voran. 748 ohne Klingen. Das ist aber wenig. Wieso so wenig? Naja, ist auch egal. So, du kriegst jetzt noch ein Schild drauf. Dann kriege ich dich vielleicht mit dem Stabzauber kaputt. Ein kritischer Stabzauber, das wäre cool, oder? Ach, ach du liebe Güte. Ich habe das Gefühl, die Gegner hier agieren ein bisschen schlauer als bisher. 268. Ich muss echt noch einen großen Angriff auf den starten.
Das ist ja sowas von bescheuert, oder? Dum, 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 dum. Ich habe das Gefühl, ich müsste direkt hier so einen russischen Tanz machen auf dem Boden. Ich habe aber nur das Gefühl, ich mache es nicht. Das würdet ihr gerne sehen, ne? Die einen ja, die anderen würden sagen, Mann, Geist, was machst du hier auf dem Kanal? Ah. Ja, jetzt aber. Jetzt ist der Kampf aber beendet. Na bitte. So. Bisschen anders gelaufen als gedacht, aber egal. Das wirst du bereuen, Eindringling. Ich werde mir dein Gesicht merken. Vor allem deine Nase, die ja genau in der Mitte ist. Jetzt steht er da schon wieder. Sehr gut, wenn man hier direkt mit Rechtsklick die Sachen löschen könnte. Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.